Selten aber doch bekomme ich Biergeschenke von euch. Das heutige Bier ist tatsächlich so ein Fall und da hat einer richtig aufgepasst. Wer das gewesen ist und was dabei rausgekommen ist, wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr da geblieben seid und damit herzlich willkommen zum Supermarkt Samstag am Ende der Weißbier-Spezialwoche. Und der Stefan, der war wohl relativ aufmerksam, als ich meine Geschichte neulich mal erzählt habe, wie ich überhaupt zu Bier gekommen bin und dass das Schöfferhofer Weißbier dasjenige gewesen ist, das mir quasi den Weg in die Bierwelt geebnet hat. Das war lange ist das her und er hat sich gedacht, am Supermarkt Samstag, da würde es doch ganz gut passen und hat mir dann auch noch so einen lustigen Zettel dazu geschrieben: Hast du es überhaupt schon mal aus der Dose getrunken? Habe ich ganz ehrlich gesagt noch nicht. Das möchte ich hier an der Stelle gleich beantworten. Ich weiß gar nicht, wie viele Weißbiere ich überhaupt schon aus der Dose gehabt habe, geschweige denn, also aus der Dose habe ich glaube ich noch gar keins getrunken, sondern immer gleich ins Glas natürlich umgeschenkt. Und ich kann mich jetzt auch nur an eins erinnern, das tatsächlich mal aus einer Dose gekommen ist. Aber wahrscheinlich sind es schon mehrere gewesen. Aber das Schöfferhofer habe ich definitiv noch nicht aus der Dose getrunken. Das soll es heute sein. War ja quasi mal bei der Binding Brauerei in Frankfurt gebraut. Deswegen gewisse Nähe zu meiner Heimat. Mittlerweile wird es in Dortmund bei der DAP Brauerei gebraut. Auch da liebe Grüße an denjenigen, der mir das unter das Video neulich geschrieben hat. Ich habe es dann lustigerweise auch am selben Tag noch gefunden, dass da tatsächlich es eine Aufteilung gegeben hat zwischen Clausthaler, das wird jetzt bei Tucher gebraut, und eben das Schöfferhofer dann bei der DAP-Brauerei, aber alles Radeberger Gruppe, insofern bleibt es dann im Haus. Eine Frage, die ich selber noch nicht für mich geklärt habe: Was ist eigentlich denn Schöfferhof oder wo kommt der Name Schöfferhofer her? Das war ein Mainzer Brauhaus zum Schöfferhof und die sind nach dem Ersten Weltkrieg ein bisschen in Schwierigkeiten gegangen bekommen und haben dann sich quasi selber an Binding verkauft und Binding dann irgendwann Radeberger und damit war die Marke Schöfferhofer im Radeberger bzw. Binding-Konzern zunächst mal und war 1978, da ist das erste Weißbier von denen gebraut worden. Also das Schöfferhofer Weißbier war offensichtlich gar nicht um die Jahrhundertwende oder vor dem Ersten Weltkrieg, war gar nicht im Programm. Das war 1978 das erste Weißbier, was außerhalb der Grenzen Bayerns gebraut wurde, in Deutschland zumindest. Und diese Information zumindest habe ich irgendwo gelesen. Wenn es nicht stimmt, dann schlagt mich nicht dafür, aber ich fand es dann mal ganz interessant, dass das 1978 gewesen sein soll. Wird in Flaschengärung nach wie vor hergestellt. Ich nehme an, auch in Dosengärung, sonst hätten wir da ein Problem. Und es ist Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hefe drin und das Ganze dann auf 5,0 Volumenprozent eingestellt und dann hätten wir auch alles geklärt, was zu klären sei. Es heißt auch immer unterschiedlich. Hier heißt es jetzt Weizen Naturtrüb. Auf der Flasche gibt es auch, glaube ich, je nachdem, wo es verkauft wird oder ob es exportiert wird, dann Hefeweizen oder Weizen nur. Also das ist offensichtlich auch eins, was möglicherweise zum Export bestimmt ist. So, wir haben genug geredet. Und gehen es an. Und dann werden wir hier mal ganz rituell am Supermarkt Samstag, das möchte ich nochmal betonen, für jeden, der sich fragt, warum trinkt er denn so ein Bier, mal das Gläschen füllen. Ich muss ja gucken, ob da auch, müsste ja eigentlich auch ein Hefesatz sich bilden im Ende der Dose. Aber viel passiert da ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Gewisse Trübung haben wir eh schon rausgekitzelt. Naja, gut. Dann soll es das eben so sein. Wir haben es zu tun mit einer getrübten orange-goldenen Farbe, ein kräftiger, cremeweißer Schaum obendrauf und in der Nase. Ja, so ein bisschen Banane, Nelke und schöne Weizen-getreidige Noten. Also das ist schon mal. Ja, ich kann mich gut dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern. Ja, sehr zum Wohl. Cheers. Schöne, leichte Banane, schön fruchtig. Nelke ist mit dabei, Weizen ist mit am Start. Es hat auch lustigerweise, und das vielleicht auch dann meine Liebe zu
ein bisschen gehopfteren Bieren. Ich finde, da ist auch ein grasiger Hopfen gleich von Anfang an mit drin. Schöne, feine Würze mit am Start. Fruchtig geht es auch so ein bisschen in Orangenrichtung. Leichte Säure, auf jeden Fall der Weizen mit am Start. Und es kommt einfach so diese bittere, die kommt so langsam ein bisschen auf. Nicht so intensiv, aber es ist trotzdem ganz angenehm. Vollmundig, süffig. Einfach so ein schönes, weiches, leichtes Mundgefühl. Das ist jetzt kein Weizenbier, in das ich mich jetzt so reinknien kann, in das ich stundenlang drüber nachdenken kann, sondern das ist so ein Weißbier, das mache ich mir abends auf und muss echt null drüber nachdenken. Und so lässt sich dann auch trinken. Mittlerer Körper, tendenziell eher eine zurückhaltendere Kohlensäure und eine schöne, leichte, cremige Textur, auch nicht zu übertrieben weich im Nachtrunk. Es ist so ein bisschen würzig-pfeffrig jetzt auf einmal. Es wird auch ein bisschen trockener und die Banane steht auch noch schön da. Also insgesamt ein schön angenehmes Weißbier. Ja, ich habe beim Kristall so ein bisschen Prügel bezogen bezüglich der Wertung, weil ich wahrscheinlich so ein bisschen meine Heimatgefühle da habe einfließen lassen. Ich würde es jetzt hier so in meiner Overall-Weizenbier-Rating würde ich dem Schöfferhofer Weizen Naturtrüb von ProbierTV würde es da eine 3,5 Punkte geben für das Schöfferhofer Naturtrübe Weizen. Nicht mehr aus Frankfurt, sondern jetzt aus Dortmund. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sagt danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.